Herzlich willkommen zu Macnemo TV Episode 56, die erste Episode nach der Sommerpause, wie immer mit vollkommenem Technikchaos. Es geht nichts rund, es läuft alles schief. Ich hoffe, der Stream hält sich halbwegs. Ansonsten wünsche ich euch einen sehr viel Spaß mit der Sendung als Podcast danach. Ich vertraue mal auf den Chat. Und zwar den Chat gibt es unter genau, da seht ihr es, https://chat.pengstetoni.net 77077, da kann man sich anmelden, dann sehe ich auch was und ich hoffe mal, es hält sich. Aus meiner Erfahrung war es so, dass wenn das Intro startet, dass dann der Stream komplett zusammenbricht. Ich hoffe mal, er hält sich. Wie gesagt, ansonsten Podcast. Mein Name, Ihr Host heute Abend in dieser Sendung natürlich, Pengstetoni, meiner einer aus dem Macnemo Forum. Ja, es ist jetzt 5 Monate her, seitdem ich das letzte Mal auf Sendung war. Es war Episode 55 im März. Es sind etliche, ich hatte viel zu tun, viel um die Ohren, beruflich, privat, mit allem drum und dran. Ich kam nicht dazu. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mein Setup besser laufen würde, was wunderbar ist. Ich habe den alten Mac Pro, ich habe alles aufgebaut heute Nachmittag, wunderbar, hat auch alles funktioniert und dann festgestellt, Ton war nicht synchron. Also alter Mac Pro wieder abgebaut, altes Setup mit Grabber Raster gemacht und da funktionierte mal wieder nicht. So, jetzt sehe ich, dass der Stream draußen steht. Das heißt, ich hoffe mal, er erholt sich gleich und ist wieder da. Aber das Bild steht. Naja, das ist ärgerlich. Aber wenn zumindest der Ton da ist, dann kann man wenigstens zuhören. Also wenn einer bestätigen kann, dass der Ton gut läuft, dann ist schon mal was. Warum das Bild steht, ich weiß es nicht. Dabei habe ich heute richtig was Schönes. Heute gibt es nämlich ein schönes Video in allem. Aber vielleicht sollte ich rein auf Audio-Podcast gehen und das mit dem Video mal komplett lassen. Ich könnte natürlich jetzt eins machen, nochmal den im Background Stream nochmal durchstarten. Das werde ich jetzt auch mal tun. Also alle, die jetzt dazuhören gerade. Ich werde einmal nochmal dem Server einen Kick geben. Der Podcast läuft weiter. Das heißt, ihr müsst gleich nochmal ein Reload machen. Und dann hoffe ich mal, dass sich das Bild auch wieder erholt. Also machen wir jetzt einmal für die Live-Zuschauer. Danke, dass ihr überhaupt so viel Geduld habt und zuschaut. So, also nicht wundern, gleich stoppt es ganz kurz und dann geht es weiter. So, jetzt hoffe ich, dass man zumindest den Ton wieder hört. Ja, das war die kurze Pause. Kommen wir zum Wein der Sendung. Der Wein ist ein Geschenk von einer Arbeitskollegin meiner Freundin. Und zwar habe ich einen Tesch Kart Häuser Riesling. Natürlich wie immer ein Riesling. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man den aufmacht, da lasse ich mich jetzt mal überraschen. So, ich muss mal ganz kurz in dem Chat nachschreiben, dass der Server wieder laufen sollte. Interessant ist auch, ich muss glaube ich einfach mal ein Wochenende mir Zeit nehmen, um das mal zu gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum das Bild stehen bleibt. Von der Bandbreite muss es eigentlich ausreichen, allen drum und dran, irgendwas verschluckt sich und deswegen bleibt es stehen. Es ist auch, wenn ich auf dem Server selber gucke, ich glaube, wir haben ungefähr 8 gleichzeitige Live-Zuschauer gehabt. Das sollte der Server bei Amazon locker verkraften. Daran kann es auch nicht liegen. Naja, machen wir aber mal weiter. So, jetzt kommt der spannende Punkt. Wie geht dieser Wein eigentlich auf? Ah, sehr gut. Es ist ein Schraubverschluss. Das macht das Leben schon mal leichter. So, gucken wir mal. Hat auf jeden Fall schon mal eine schöne Farbe. Tja, warum das Bild scheiße ist. Also ich drehe jetzt da nichts mehr dran. Ich lasse es jetzt einfach so. Vielleicht erholt er sich nochmal, macht zwischendurch nochmal 2-3 Mal Reload. Ansonsten gibt es als Podcast. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, ein paar Bitcoins zu minen, die zu verkaufen und mir so ein Terratech Cube zu kaufen. Weil ich habe keine Ahnung, wie gesagt, warum das Bild jetzt tickt. Also ich habe schon eine Ahnung, aber vor allem hat es in der Vergangenheit schon mal funktioniert. Oh. Uiuiui. Also der Wein, der hat gute Säure. Also uiuiuiui. Ja. Oh, den werde ich schmecken. Eieiei. So, dann gucken wir mal. Ja, die Themen heute in der Sendung. Natürlich von der Struktur immer wie die alten Sendungen. Wir gehen einfach in den Themenbereich durch. Der erste ist ein Thema zu Mac. Und da habe ich mir gestern die
Beta von Yosemite, glaube ich heißt es, Yosemite, geladen, habe sie bei VMware mir reingeschmissen, wollte mir mal angucken, wie es aussieht. Ich bin noch nicht ganz glücklich, aber ich denke, was es spannend macht, sind ja die Funktionalitäten in Verbindung mit iOS 8 dann. Das heißt, von der UI noch gewöhnungsbedürftig, auch das iTunes 12, es war grottig lahm in VMware, das verstehe ich nicht, weil eigentlich Performance hat mein Mac Pro ja mehr als ausreichend und dementsprechend sollte es eigentlich funktionieren. Es ist alles flacher. Es ist in gewisser Weise schon ansprechend. Also ich finde es schon schön, aber irgendwie ist es, wenn ich dran denke, wie mein allererstes 10 aussah, damals mit Aqua noch und allem und jetzt, wo die Reise hingeht. Ich lasse mich überraschen mit den ganzen Funktionalitäten, iDrive Cloud, nee, iCloud Drive, so rum heißt. Ich habe es mal lieber gelassen, weil da stand dann auch drin, dass meine Geräte es nicht mehr können. Es wird spannend sein in Verbindung mit iOS 8. Das sollte ja, wenn alles gut geht, ich denke mal, in 2 Wochen vorgestellt werden und in 3 Wochen für uns alle verfügbar sein. Ich glaube, der 19. September ist gerade im Gespräch. Hoffen wir mal, dass bis dahin wir noch Optimierung sehen, beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch dieses Yosemite nicht zeitgleich mit iOS 8. Wie gesagt, wer es sich angucken will, ich glaube, aktuell kriegt jeder einen Download-Key, wenn er bei Apple auf die Webseite geht und den Beta-Seed für Yosemite, also bei mir hat es zumindest funktioniert, ich habe mich angemeldet, habe sofort einen Key bekommen und konnte dann über einen App-Store runterladen. Wie gesagt, ich habe es in der VMware gemacht, um mein schönes System, wo ich eh schon Angst drum hatte und ich vermute mal mit Yosemite, wer hätte ja heute Abend gar nichts mehr funktioniert. So, jetzt frage ich nochmal kurz in den Chat rein, ob das Bild immer noch stopp, steht, geht. Also ob ich Staccato-Bild habe, dann würde ich nämlich einmal noch einen Tweak machen, in der Hoffnung, es doch nochmal hinzubekommen, weil ich habe die Settings vom letzten Mal gefunden und ich würde die eigentlich dann nochmal benutzen wollen. Keine Ahnung, wie gesagt, warum es nicht funktioniert hat. Bild ist Käse, okay. Dann werde ich es jetzt noch ein einziges Mal tweaken und dann lassen wir es, dann wird es ein schöner Audio-Podcast. So, dann tweake ich nochmal. Ich gehe auf die 600, ich mache eine maximale Datenrate, gehe auf 700 und starte nochmal. So, für da draußen, Server wurde nochmal gestartet. Und ich werde, glaube ich, morgen gleich einen TerraTech Cube kaufen. Ich hatte ja schon mal einmal einen da, das hat noch nicht so funktioniert, aber jetzt kriegt man bei Wowser, wenn man in die Web-Oberfläche geht, direkt gesagt, bitte stell deine Werte so ein, dann funktioniert alles. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es vielleicht funktionieren könnte. Und dementsprechend muss ich einfach das Geld nochmal investieren, in der Hoffnung, dass dann auch alles rund läuft. So, ich hoffe, dass der Ton noch geht. Das nächste Thema, ich muss jetzt erstmal meinen Inhalt rüberholen, weil ich bin ein bisschen konfus gerade. Genau, eine App, mein App-Tipp. Das Schöne ist, in den letzten 5 Monaten habe ich nicht nur kein Mac Nemo TV gemacht, ich habe auch sträflich meinen Sport vernachlässigt und habe es auch wirklich gemerkt, wie unausgeglichen ich bin und habe mir dann zumindest vor 4 Wochen eins endlich gegönnt und zwar die Waage mit Internet. Hintergrund ist, wenn ich morgens auf der Waage stehe, ich brauche einfach die Werte, man muss es aufgenommen, ich brauche Historik, also ich bin Mann. Männer brauchen einfach Werte. Freund von mir ist gerade in Spanien angekommen und schreibt mir eine Nachricht, dass er einen schönen leckeren Beefeater 24 trinkt. Habe ich gleich auch noch was. Aber soweit sind wir noch nicht. Also ist Waage mit Internet und zwar habe ich da, jetzt hat er mich auch schön rausgekickt, die Withings Waage und dazu natürlich die App HealthMate. Die nimmt auch auf, wenn man so unterwegs läuft. Man kriegt dann auch immer schöne Badges. Ich habe heute den Suez-Kanal-Badge bekommen. Das heißt, ich habe, glaube ich, 300 Kilometer jetzt an Bewegung mit der App gemacht, seitdem ich sie installiert habe. Wie gesagt, für Leute, die gerne sich kontrollieren, die Statistiken mögen mit allem drum und dran, kann ich es wirklich empfehlen. Die Waage steht bei mir im Schlafzimmer. Ich steige morgens drauf. Aktuell zeigt sie leider keinen Puls und auch keinen Körperfettanteil mehr an. Was aber bei dem Körperfett, jetzt bin ich verwirrt, weil da steht LOL kaum geschrieben. Jetzt scheint wahrscheinlich auch der Ton zu stehen im Live-Chat. So, ich frage mal kurz nach. Man muss ja immer mal ein bisschen gucken. Steht jetzt auch der Ton?
Ah, den Ton hört man noch. Naja, wie gesagt, vielleicht ist doch, also dann für alle, es ist ein Audio-Podcast und das Bild kommt später. Das ist zumindest schon mal viel wert, dass der Ton funktioniert. Ja, kommen wir also Withings. Ich glaube, es ist ein französischer Hersteller und natürlich warten wir alle auf die iWatch von Apple. Ich bin mal gespannt. Meine Einschätzung ist ja, es wird eher ein Sensorikband, das ich ums Handgelenk bekomme und kann dann damit wunderbar Sachen messen. Grandios, kein Ton. Doch, Ton ist ja da, Bild ist nicht da. Naja. Jetzt bringen die Leute mich auch noch durcheinander. Ja, ich bin schlecht rasiert. Aber okay, TerraTech Cube kaufen. Lars, TerraTech Cube kaufen. Beziehungsweise, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Boings TV endlich eine Streaming-Komponente drin hat und nicht dieses komische mit Grabber-Raster, Quicktime-Broadcaster und allem machen muss, was ja jedes Mal Stress macht. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, morgen gibt es dieses Ding dann auch als Podcast mit Video, dann sieht man mich auch. Und vor allem, man sieht auch Fred. Fred ist nämlich wieder dabei. Da ist Fred. Wunderbar. Okay, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das mein Tech-Pick. Und der ist jetzt mal für alle Nerds da draußen, die häufiger wie ich mal unterwegs sind. Ich zum Beispiel muss nächste Woche für eine Woche nach Brüssel beruflich. Und da ist man meistens im Hotel und dann hat man immer das Problem, vielleicht kriegt man Netz. Manche Hotels sind noch Steinzeit, also nicht WLAN, sondern die haben nur Kabel gebunden. Und ich habe das auch häufiger, wenn ich bei Kunden bin, wie zum Beispiel jetzt bei einem Kunden ja, ein bisschen nördlich von München, wo ich war. Da musste ich einen Rack aufbauen, ein Proof of Concept und Netzwerk nicht funktioniert. Aber ich habe meine kleine Geheimwaffe und zwar mein TP-Link TL340. Was ist das? Genau, das ist ein Router, schön klein, Akku betrieben. Dort kann man per USB-Stick noch dran stecken, einen UMTS-Stick. Per USB einen UMTS-Stick, so meine ich das natürlich. Und was macht er? Er hat drei Modi. Du kannst entweder einen 3G, also einen Wireless-Router über GSM, UMTS bauen. Er kann sich in ein WLAN einklinken und verhält sich dann wie ein Endgerät und macht zu meinen Geräten ein eigenes WLAN, das sogenannte WISP-Modus. Oder er ist ein Access Point. Access Point typischerweise Netzwerkkabel rein von einem Kunden und ich habe dann WLAN. Ist ein kleiner Helfer, den ich immer habe. Zum Beispiel im Zug benutze ich ihn. Dann wird er einfach so in den zwischen die Sitze gesteckt und dann können alle meine Geräte über das Gerät ins Internet gehen und es ist meistens stabiler als die Verbindung, die Geräte selber haben. So. Spannend ist, ich würde ja gerne nochmal einen Wert verändern, um zu gucken, ob dann vielleicht das Bild sich nochmal erholt, aber ich lasse es lieber. Oder könnt ihr mal reinschreiben, ob ich nochmal einen Versuch machen sollte, dann würde ich das Basisbild auf 30 setzen. Nee, auf 15 setzen und die maximale Datenrate auf 400. Dann bin ich wirklich Klötzchen, aber vielleicht Klötzchen, die auch mal durchlaufen und nicht nur stehen. Gut. Trinken ist gut. Ach, oh, der hat aber wirklich eine ordentliche Säure. Also der Tesch Riesling, schöne Farbe. Aber das ist eher einer, da müsste es ein bisschen wärmer sein und nicht so kalt, wie es aktuell ist. Aber das mit dem Trinken stimmt, weil man fängt an zu schmatzen, wenn man zu wenig getrunken hat. Und gerade bei jetzt, wo ihr mehr Audio als Video habt, ist natürlich das wichtig. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Achso, nee, erstmal muss ich das Bildchen wegmalen. Falsch. Ja, der nächste Punkt. Jetzt ist es wirklich schade, dass es kein Video gibt, weil der nächste Punkt bedarf eigentlich Video. Und zwar habe ich heute per Mail, also ihr alle habt es wahrscheinlich mitgekriegt, es gibt aktuell eine Flut an durchs Internet, an viralen, ja, viralen Marketing nicht, aber es gibt die sogenannte Ice Bucket Challenge und die von Amerika rübergeschwappt ist bis nach Deutschland. Ich glaube, ja, Angela Merkel hat noch nicht teilgenommen. Auf jeden Fall kam es heute im Forum auch kurz auf und ich wurde tatsächlich per Video herausgefordert. Also ich habe ein Video bekommen und ich habe auch die Erlaubnis bekommen, das Video zu zeigen. Deswegen werde ich es jetzt mal zeigen. Das heißt, falls alles klappt. Genau. Also hier jetzt die Ice Bucket Challenge im Macnemo Forum, gestartet von Rolf. So, Panzer, da du ja meinst, du wolltest nicht nominiert werden, du bist nominiert, du hast es provoziert.
Hier ist meine Challenge. Ich nominiere dich für die Eisbucket Challenge. Wow! Heilige Scheiße! Ja, ich hoffe, den Ton hat man jetzt zumindest gehört, wenn man das Bild schon nicht gesehen hat. Rolf, falls du jetzt zuhörst und Zuschauer nicht geklappt hat, ich habe ordentlich gepixelt. Vielen, vielen Dank für die Herausforderung. Das Gute ist, Patrick Stewart hat es ja gestern vorgeführt, oder war es vorgestern, ich weiß es nicht, wie man darauf antworten kann, weil diese Ice Bucket Challenge fing ja an mit Spenden oder Eiswasser. Nichtsdestotrotz, Rolf, weil du mich schon herausgefordert hast, jetzt mein Antwortvideo da drauf. Ich werde beides nachher dann noch im Forum posten, wenn es okay ist, Rolf, von deiner Seite. Aber jetzt die Antwort. Ja, Rolf, ich habe deine Mail bekommen. Ich habe dein Video auch bekommen. Und ich halte es, glaube ich, aber eher wie Patrick Stewart, unser Captain Picard, der das souverän gelöst hat. Und zwar, die Challenge heißt ja entweder Eiswasser oder spenden. Ich habe heute dann schon gespendet für die Gesellschaft. Jetzt müsste ich nachschauen, wie es schaut. Ich gucke gleich nochmal. Ich werde auf jeden Fall gleich nach dem Video das dann ja auch posten, was ich gespendet habe. Für Gesellschaft für Muskelerkrankte e.V. in Deutschland heißt es, glaube ich. Also Organisation für ALS in Deutschland. Nichtsdestotrotz, damit ich aber auch mal weiter nominieren kann, nominiere ich jetzt mal den Ixi, den KT und den Schläfer. Aber natürlich sollst auch du deinen Spaß haben und ein bisschen Eis muss auch dabei sein. So, das muss reichen. Ein bisschen was brauche ich nachher für den Gin noch. Das sieht kalt aus. Okay, wie gesagt, gespendet habe ich, aber wenn du schon vorlegst, ich muss nur das Wasser links, sonst steht hier alles unter Wasser. Ja, damit Challenge angenommen. Ich habe auch gespendet. Hier fällt noch ein bisschen Eis runter. Und Schläfer, KT und Ixi, ihr seid jetzt dran. Ihr habt 24 Stunden. Uah, kalt. Kalt und Wohnung nass. Gute Kombination. Bye. Ja, das war meine Antwort auf die Challenge von Rolf. Für die, die jetzt live dabei, ich hoffe, ihr habt zumindest den Ton gehört, wen ich jetzt nominiert habe, die jetzt 24 Stunden Zeit haben, ihre Challenge anzunehmen. Was ich noch sagen wollte, ich habe gespendet für das DGM, die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. Wie gesagt, entweder spenden oder die Challenge annehmen, also Ixi, also Schläfer und ich glaube, ein KT hatte ich nominiert, wenn ich mich noch richtig erinnern weiß. Ich werde das Video im Anschluss an den Podcast auch im Forum posten und Rolf, wenn es okay ist, werde ich deins auch posten als Challenge und dann gucken wir mal, ob die drei Buben nachziehen. Ja, das ist aber dann noch genau, um zu zeigen, als sozialen Pick, die ich in der Vergangenheit auch mal hatte, weil Sinn und Zweck dieser Aktion ist ja nicht nur, dass sich irgendwelche Leute Eis über Wasser über den Kopf schütten, sondern man will auch auf eine Krankheit hinweisen. Ich habe heute auch, glaube ich, gelesen, dass der Initiator umgekommen ist beim Sprung ins Wasser. Ich weiß es nicht, tragisch, schlimm genug. Aber genau, es geht, wer spenden möchte, die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. Und von mir aus, ihr könnt auch gerne für was anderes spenden. Ich muss immer gestehen, ich erwische mich auch mal, eigentlich spendet man viel zu wenig von seinem Einkommen. Ich weiß nicht, es gab ja mal so eine Regel, wie viel Prozent man spenden sollte. An Weihnachten werden wir alle, weil dann ist die Tränendrüse groß und allem. Aber genau hier nochmal die Webseite. Man kann auch einfach mal so unter der Woche spenden. Ihr könnt auch dem Schläfer spenden als Programmierer, auch sehr gut. Genau. Das war also die Ice Bucket Challenge angenommen. Ich hoffe, ich habe sie gut bestanden. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob die drei anderen sie annehmen werden. Schauen wir mal. So, jetzt frage ich nochmal in den Chat rein, ob zumindest der Ton noch da ist. Also Jake, falls du immer noch zuhörst, ab und zu mal so ein Lebenszeichen im Chat, das ist für mich ganz gut, dann weiß ich wenigstens, es funktioniert halbwegs noch. Ja,
Kommen wir zum nächsten. Ah, genau. Der nächste Punkt ist, ich hatte es ja gerade gesagt, ich hatte einen schönen Gruß aus Spanien bekommen von meinem Tankwart. Er hat einen Beefeater 24, glaube ich, getrunken. Und heute gibt es natürlich wieder einen Gin-Tipp bei McNemo TV. Und heute gibt es in Verbindung, weil wir schon Riesling hatten, einen Riesling-Gin. Und zwar einen deutschen Gin. Es ist der Ferdinand Da 3 Gin. Kann man auch eine schöne Flasche noch zeigen. Genau, ist eine sehr schöne Flasche. Gucken wir mal, scharf schalten. Perfekt, genau. Es ist, wie gesagt, ein Riesling-flavored Gin. Das Gute ist, ich kann jetzt auch gleich mal wechseln. Ich bin ja mal gespannt, ob vielleicht nachher noch jemand für Night Talk dabei ist. Sehr intensiver Geschmack. Interessanterweise gleich ein bisschen anders als mein Tesch Kartäuser Riesling, den ich hatte, der eine extreme Säure hatte. Nicht unangenehm, aber extrem. Wie gesagt, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr mal irgendwo seid, probiert ihn mal, den Ferdinand Saat Reitchen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von diesen Flavored Gin-Sorten, aber den fand ich ganz angenehm. Vielleicht, weil er mich auch mal an McNemo TV erinnert, wo ich ja diesen leckeren Riesling verkoste. Ja. Bringt mich ein bisschen aus dem Konzept, dass das Audio-Video nicht funktioniert. Wobei auf der anderen Seite, es ist ja in Ordnung. Damit habe ich endlich einen Grund, mir diesen TerraTech Cube doch nochmal zu kaufen. Gibt Schlimmeres. Geld muss ausgegeben werden, ist immer gut. Und wenn ich danach weiß, es funktioniert, bin ich glücklich. Jetzt, wo meine kleine Powerkugel ja schon hier steht, das ist zumindest gut, weil früher mit dem alten Mac Pro, wenn ich das gemacht habe, da ist die CPU-Rate immer so bei 80% gewesen und aktuell langweilt sie sich bei 15%. Also von daher, das funktioniert noch. Und der Ton läuft ja auch. Also haben wir was Gutes. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist ein Kulturpick. Und Kulturpicks habe ich ja beschlossen, dass ich jetzt immer so in meine Jugend zurückblicke. Filme, die mich geprägt haben, als ich pubertiert habe. Nein, ich rede jetzt nicht von Emanuel und Porky's, stimmt, Porky's könnte ich noch aufnehmen. Nein, ich habe ja mein anderes Projekt, ginmeetsfashion.com, wo wir ja die Kinofilmrezension von Ben haben. Hallo Ben, schönen Gruß, ich warte noch auf Feuerwolze. Nein, wir nehmen Filme aus den 80ern und ein Film der 80er Jahre, der mich sehr geprägt hat. Ups, ich brauche echt meine Technik. Das Gute ist, bei der nächsten Sendung ist meine Technikerin wieder dabei. Also dann wird vielleicht alles gut. Wenn Frauen anwesend sind, war, glaube ich, die Technik immer ein bisschen stabiler. Also ein Film der 80er Jahre, den ich einfach, vielleicht habe ich daher auch ein bisschen das mit den Fliegen, ich weiß es nicht, Radioactive Dreams. Einer der ersten Filme von Michael Dudikoff, später bekannt bei American Ninja. Und ja, worum geht es in dem Film? Postapokalypse, wie immer, ein gutes Mad Max-Szenario. Oh, da bin ich auch mal gespannt, es gibt ja einen neuen Mad Max-Film demnächst. Wobei ich ein bisschen skeptisch bin, alles was so Remakes der Filme aus den 80ern sind, die aktuell laufen, ich sage nur Total Recall, Robocop und so, hat nicht funktioniert. Ich lasse mich bei Mad Max überraschen. Aber wir kommen zurück zu Radioactive Dreams. Spielt nach Postnuklear. Das Schöne ist immer, wenn in den 80er Jahren postnukleare Zeit war, dann ist das heute. Also jetzt so, jetzt spielt es also eigentlich die Welt vor dort und Philipp und Marlo, also zwei kleine Buben, wurden eingesperrt und sind halt nur mit 50er Jahre Detektivromanen groß geworden und dementsprechend benehmen sich auch, gehen raus in die Welt, haben viele Abenteuer. Ich kann es nur empfehlen, muss man einmal gesehen haben, ist so ungefähr eine Kategorie von Krieg der Eispiraten. Den hatte ich ja schon mal vorgestellt hier und hat sogar einen Trailer gezeigt damals. Das mache ich jetzt bei Radioactive Dreams ausnahmsweise mal nicht. Aber falls ihr noch keinen Film fürs Wochenende habt, das Wetter ist ja scheiße, also von daher kann man sich morgen auch mal ruhig vom Fernseher setzen, schaut euch Radioactive Dreams an. Wobei das ja nicht immer funktioniert. Also Filme, die man als Kind gesehen hat, mein Bruder hat mir gestern noch eine Nachricht geschickt, er hatte Kommandos gesehen mit Arnold Schwarzenegger und fragte sich dann, glaube ich, was hat er damals an dem Film gefallen? Ich glaube, das ist etwas, was uns allen passiert. Dass man sich irgendwann fragt, ups, ich glaube, das ist immer so die Umgebung, die man braucht oder die Situation, genauso wie Musik. Musik ist halt, also ich verbinde Musik immer mit irgendwelchen Erlebnissen, keine Ahnung, Abi-Partys, Studium, was auch immer. Und heute ist Musik eher so begleitend, deswegen bin ich ein bisschen, was Musik betrifft, raus. Nichtsdestotrotz habe ich aber einen Pick danach.
Also wir kommen auch noch zur Musik in der Sendung. Also Radioactive Dreams anschauen. Es gibt ihn leider nicht bei Watch Ever. Glaube nicht. Vielleicht bei Netflix. Netflix kommt nach Deutschland. Sky und alle senken die Preise, schon mal was Gutes. Also man hat Angst vor Netflix und senkt aus dem Grund schon mal die Preise. Ich lasse mich überraschen, was Netflix in Deutschland bieten wird. Hauptsache, sie haben englische Originalton mit englischen Untertiteln, weil das habe ich gerne. Deswegen mag ich den iTunes Store, weil die bieten mir das. Ja, kommen wir zum TV-Tipp. Naja, was kann ich heute Abend als TV-Tipp nur empfehlen? Es kann nur eins sein, Doctor Who ist wieder da. Also jetzt müsste eigentlich gerade die Episode gelaufen sein in England. Ich glaube, sie war 21 Uhr. Ich warte darauf, dass mein iTunes mir demnächst sagt, dass ich sie mir anschauen kann. Ich freue mich drauf, Peter. Capaldi, oh, Dankeschön, hat ein bisschen gedauert. Als der neue Doktor wird es nicht einfach haben, die in die Fliegstapfen von Matt Smith zu treten, der schon sehr, sehr eigen war, aber ich sag mal, ein Doctor Who, ich finde es gut, dass mal wieder ein alter Doctor Who ist. Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf, das vielleicht heute Nacht noch zu sehen. Ansonsten morgen auf jeden Fall auf dem Weg nach Düsseldorf. Jo, ganz schöne Säure. Aber man kann die trinken. Uiuiui. Ich bin bisschen geknickt wegen des Videos, aber naja, da muss man durch. Gucken wir mal, machen wir das Beste raus. Also wie gesagt, Doctor Who Season 8, heute Abend begonnen, 80-minütige Episode, wenn ich es richtig gesehen habe. Muss gestehen, ich hatte kurzzeitig überlegt, die Sendung zu verschieben, um ins Kino zu gehen, aber gesagt, nein, ich muss mal wieder McNemo TV machen. Und aus dem Grund übrigens, weil es in den letzten Monaten nicht so gut geklappt hat, habe ich bis Ende des Jahres alle Termine jetzt festgelegt. McNemo TV, Kalender stehen sie drin, also der Termin, im nächsten Monat gibt es leider keinen Termin. War eigentlich so, weil ich Ende September Marathon in Berlin laufen wollte, hat sich leider erledigt, ich bin komplett aus der Fitness raus. Das Gute ist, dass ihr jetzt das Video von der Ice Bucket Challenge von mir nicht gesehen habt, sonst hättet ihr gesehen, da schwabbelt so ein Bauch unter dem McNemo-Shirt, der ein bisschen nass war. Der muss erst wieder runter, dann kann ich wieder laufen, also in Berlin laufen. Und dementsprechend schaffe ich das nächsten Monat nicht. Ich muss schauen, ob ich dann vielleicht eine spontane McNemo-TV-Sendung reinschiebe. Ansonsten geht es auf jeden Fall im Oktober weiter. Und dann relativ November, Dezember und dann auch mit Technikerin und vielleicht bis dahin auch mit funktionierendem Video für die Live-Zuschauer. Wobei ich könnte das natürlich auch als Programm machen, dass man das live nur als Audio. Nein, ich bin echt geknickt und keine Ahnung, es hat ja in der Vergangenheit funktioniert. Es gab ja mal Zeiten, da lief das ja flüssig und wunderbar und schnell. Ich habe keine Ahnung, warum es heute Abend wieder so scheiße war. Ich schieb's einfach mal aufs Wetter. Im Zweifel hat das Wetter immer Schuld. Aber, naja. Das Gute ist, morgen früh gehe ich einkaufen. Terratec Cube. Wobei ich ja eigentlich lieber ein schönes neues MacBook hätte. MacBook 12 Zoll. Ah. Entschuldigung, ich muss jetzt mal abschweifen, weil ich hatte ja damals ein PowerBook 12 Zoll gehabt. Und das war der ideale Computer. Und ich würde ja gerne das MacBook Air, aber ein MacBook Pro 12 Zoll würde ich sofort kaufen. In Verbindung mit dem TerraTech Cube, weil dann habe ich auch meine mobile Sendestation. Aber ich weiß nicht, ob Apple mir den Gefallen tun wird. Ich lasse mich überraschen. Naja. Kommen wir zum analogen Pick. Naja, der Sommer geht zu Ende, das Wetter ist scheiße, es ist fast Herbst drauf. Und was kann ich da nur empfehlen? Natürlich eins nur, neue Herbst-Winter-Klamotten. Und mein Haus- und Hoflieferant für Klamotten, Suit Supply, hat passenderweise aktuell seine Winterkollektion vorgestellt. Das Gute ist, in 2 Wochen habe ich meinen Termin in Düsseldorf, da werde ich die ersten Sachen anprobieren. Und ihr seht es jetzt leider nicht, weil ihr ja nur hört, Live-Zuschauer, aber die Podcast-Zuschauer. Da oben links seht ihr den Anzug, will ich auf jeden Fall mal live an mir anprobieren, weil der hat so was richtig Schönes. 20er, 30er, 40er, maximal 50er Jahre. Also ich freue mich drauf, kann es euch auch nur empfehlen. Und vor allem Preis-Leistung sehr gut. Und was sehr schön war, ist bei Suit Supply, sie hatten jetzt das erste Mal einen Web-Outlet-Verkauf gemacht.
Und da konnte man wirklich sehr günstig einkaufen und von der Qualität her, von der Stoffverarbeitung, vom Schneidern, allem drum und dran, finde ich persönlich Suit Supply einer der besten Herrenanzugshersteller in Deutschland, die ich probiert habe oder also die ich in Deutschland kaufen konnte, Preis-Leistung her. Und das nicht nur, weil ich mittlerweile Ben gut kenne und Ben bei Gin Meets Fashion im Blog schreibt. Nein, das meine ich auch so wirklich, weil ich habe es damals gekauft, bevor ich ihn kannte. Sehr gute Qualität. Ich habe auch noch Anzüge von vor 5 Jahren. Die machen auch richtig im Job alles mit. Die kannst du auch permanent anziehen. Wirklich belastbar. Ja, vielleicht ab und zu mal die Nähte. Aber das könnte auch dran liegen, dass ich so, ich hatte ja erzählt mit dem Laufen, ein bisschen zugelegt habe, dass die ein oder andere Naht mal gerissen ist. Ich schieb's mal auf den Bauch und nicht auf den Hersteller. Also wie gesagt, wenn ihr was Neues braucht, Herbst-Winter-Kollektion, sie haben natürlich nicht nur Anzüge, sie haben auch normale Hosen, Shirts, sonst irgendwas. Suit Supply kann ich empfehlen. Aktuell in Deutschland nur in Düsseldorf und in Hamburg. Vielleicht demnächst auch in Berlin und Frankfurt, habe ich gehört. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, kommen wir zu meinem Bar-Pick. Passend zum Wein. Und zum Gin. Das Gute ist, ich muss ja heute keine Bademeister auslosen, weil keine im Pool sitzen. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit für die anderen Themen. Ich werde aber einfach mal ein paar Bademeister benennen. Habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Guck mal einfach mal so. Bin ich komplett raus. Genau, der Bar-Pick. Diesmal ein Pick aus meiner Heimat, also aus Nordhessen, aus Kassel. Und dort war ich vor ein paar Monaten auf der Suche, weil wir demnächst im Barcrawl in Kassel machen wollen, auf eine Bar. Und ich war ein bisschen überrascht. War ein Tipp meiner Freundin. Also nicht, dass ich deswegen überrascht war. Sie hat sehr gute Tipps, aber es ist die Bar 2 in Kassel. Ich kannte sie noch nicht, obwohl ich in Kassel ja fast groß geworden bin, also ein bisschen nördlich davon. Und wenn man das Bild jetzt sieht, ihr seht es nicht, sehr schöne Bar. Ist ein bisschen schummrig, geht in den Keller rein und sehr schönes Ambiente, sehr klein, angenehm. Eine gute Gin-Auswahl, war ich positiv überrascht. Und was ich einfach mag, ist zuvorkommende Barkeeper, die auch mit einem reden und vor allem darauf achten, dass du immer so ein paar Snacks hast. Weil ich finde, in einer guten Bar gehört sich das einfach, dass da ein bisschen was steht, zum paar Chips oder Nüsschen oder irgendwas zum einen. Es regt den Durst an, du Barkeeper kannst mehr verkaufen. Und wenn man an der Bar sitzt, so ins Gespräch kommen. Hatte ich jetzt erst wieder, als ich in München im Couchclub war, als ich so 2 Stunden überbrücken musste auf dem Weg nach Nordhessen, um ICE zu kriegen. In einer guten Bar kannst du dich einfach an die Bar setzen und kannst mit dem Barkeeper einen schönen Smalltalk halten. Über Gott und die Welt reden oder über Gin-Sorten. Und das ist in der Bar 2 ähnlich. Also wenn ihr mal in Kassel seid, beruflich oder Documenta, ist ja bald wieder, ich glaube 3 Jahre noch, oder weil ihr euch jetzt das Weltkulturerbe angucken wollt, den Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Herkules, schaut auf jeden Fall mal in der Bar 2 vorbei. Ist sogar in der Nähe vom Bergpark, also wenn ihr vom Bergpark runterkommt, die Wilhelmshöhe Allee runter, fahrt ihr bis hier unten im Tal seid, bevor es wieder hochgeht und dann links abbiegen, glaube ich 300 Meter und auf der linken Seite. Und wenn ihr schon in Kassel seid, dann besucht auch bitte nochmal Schirwan und bestellt einen ganz lieben Gruß von mir. Ja, das war die Bar 2 in Kassel. Kommen wir zum Podcast-Pick. Jetzt stelle ich übrigens gerade fest, man sollte vielleicht Socken während einer Podcast-Sendung anziehen, weil die Strahler zwar hier oben warm machen, aber an den Füßen ist es kalt. Mein Podcast-Pick ist ein bisschen ein nostalgischer Pick. Einfach aus dem Grund, ich picke ihn nicht, weil ich ihn jetzt noch höre. Ich picke ihn, weil ich ihn gehört habe während der Fußball-WM. Und während der Fußball-WM haben die mich bestens unterhalten. Und zwar war das eine Kooperation von Textilvergehen und Mikrodilettanten. Und das ist das Falsche, Entschuldigung, das habe ich gesucht. Der Podcast, den ich empfehlen möchte, ist Textilvergehen, also für die Fußballer. Ich weiß ja, McNemo wird ja auch fleißig Bundesliga getippt. Textilvergehen ist ein Podcast über Union Berlin. Und da sind drei Männer und ich glaube eine Frau, vor allem eine Frau auch, und unterhalten sich über jeden Spieltag von Union Berlin. Wie gesagt, ich picke es jetzt nicht so sehr, weil ich sie jetzt höre, sondern weil wegen ihrer Kooperation mit Mikrodilettanten während der WM. Aber ich habe jetzt auch trotzdem, das ist das Gute, man holt sich den ja rein, man kriegt ja sein Abo jede Woche runter und habe trotzdem mal reingehört, weil ich es mag,
einfach auch mal nicht Technik-Themen als Podcast zu haben und jetzt hat mich der Jake mal richtig rausgebracht mit im blauen Papier. Im blauen Papier? Genau, aber Textilvergehen, weil auf Fußball und Union und vor allem, ich glaube, das erste Spiel oder das zweite war gegen Düsseldorf. Also allein deswegen muss ich zuhören. Und falls ihr Fußballfans seid, hört ruhig mal rein. Mich würde übrigens interessieren, gibt es eigentlich noch mehr Podcasts über Fußballvereine? Ich muss mal Truus fragen, ob es über Schalke 04 einen Podcast gibt. Bayern wahrscheinlich auf jeden Fall. Denke ich mir mal, wird es einen Podcast geben. Und Dortmund? Keine Ahnung. Gibt es da einen Podcast? Ich lasse mich überraschen. Ja, das war, wie gesagt, der Podcast-Pick. Kommen wir zum Musik-Pick. Musik-Pick habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich hatte bis heute, ja, bis zu dem Moment, wo ich dachte, die Sendung würde funktionieren und auch die Technik würde halten, noch überlegt, welchen. Und dann fiel mir ein, es war ja Wacken. Und als alter Heavy-Metaler aus den 80ern, da war ja auch Manowar vertreten. Naja, Manowar nicht direkt, aber indirekt vertreten. Wobei, ich habe es leider nicht gesehen, ob sie auch gespielt wurden, aber es waren dort, also aufgetreten auf der Bühne im Wacken, Vancanto. Ich glaube, der Riesling wirkt, ich sollte mehr trinken. Vancanto ist Heavy Metal a cappella. Also das einzige Instrument, was sie mit in ihrer Band haben, ist ein Schlagzeug. Der Rest wird alles nur a cappella gemacht. Und sie spielen halt oder covern Heavy Metal Songs, machen aber auch eigene. Und sie haben natürlich einen der größten Hymnen der Metal-Szene aus den 80er Jahren, Kings of Metal auch. Und deswegen musste ich sie einfach empfehlen. Und das Album heißt Hero von Vancanto. Oh, da merkt man, ich bin auch nicht vorbereitet. Das war nicht Paloma Faith, sondern das wollte ich ja. Wieso funktioniert das nicht? Okay, Technik. Ich muss mal kurz scrollen. Weil ich vergessen habe, das Bild reinzuholen. Peinlich. So, jetzt. Ich kann auch nichts ändern, auch nicht schlecht. Okay, ich lasse mal lieber, sonst bricht hier alles zusammen. Also eigentlich wollte ich vom Vancanto jetzt. Okay. Ah, ich weiß wieso. Deswegen. Man sollte auch nicht. Ist immer blöd, wenn man das iPad aufs Touchpad legt. So, aber jetzt gucken wir noch ganz schnell. Jetzt machen wir noch. Also, das hat Vancanto verdient, dass sie auf jeden Fall auch ihr Bild kriegen. Und das Gute ist, live in der Sendung machen wir auch noch Technik, was ich normalerweise ja nicht mache, weil da stürzt ja mal alles ab. Vancanto, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit. Da ist es. Perfekt. Hat funktioniert. Nichts abgestürzt. Eieiei. Okay, das Gute ist, ihr hört ja nur, ihr seht ja nichts. Von daher passt ja. Also Vancanto Hero, ich glaube Song Nummer 3 ist dann der Kings of Metal. Ja. Also das mein Musikpick für die heutige Sendung. Jamendo habe ich auch ein bisschen überlegen müssen. Finde ich was? Habe ich was? Kriege ich was? Ich habe dann was gefunden und damit werde ich euch auch gleich in die Nacht schicken. Gut, dass das ein Song ist und nicht ein Video. Also nur was sehen. Ihr könnt auch was hören. Und zwar Skabrot heißt die Band. Ist eine deutsche Band. Und das Album dazu heißt No Ska Today. Und da ist das Cover. Und da werde ich euch den Titelsong dazu gleich spielen. Und damit schicke ich euch dann auch in die Nacht hinein. Ja, also Jamendo. Ja, normalerweise sind wir jetzt bei 39 Minuten. Jetzt würde ich die Bademeister auslosen. Leider haben sich keine Bademeister in dem Pool befunden. Dementsprechend kann ich nichts auslosen. Nichtsdestotrotz sollten aber ein paar Bademeister mal wieder rausgeschubst werden. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal neue Bademeister bestimmen. Als lupenreiner Demokrat im McNemo-Forum kann ich das ja auch mit der 51-prozentigen Mehrheit der Stimmen
Das ist das Gute. Und ich werde mal gucken, wen ich austausche. Ich finde mal, ja, ich gucke mal. Nein, Scherz beiseite. Zumindest bei der nächsten Episode würde ich mich wieder freuen, wenn Leute in den Teich hüpfen würden. Ich gebe mir auch Mühe, dann wieder regelmäßig auszutauschen. Wie gesagt, waren ein paar persönliche Gründe, dass ich nicht geschafft habe, auf Sendung zu gehen. Ich wäre auch viel lieber häufiger auf Sendung. Vor allem würde ich auch lieber auf Sendung sein, wenn sie auch funktioniert von der Technik und von den Bildern. Weil das nervt mich am meisten, dieses Drumherum. Ich will mich eigentlich nur hinsetzen und reden. Wie ich seine Arbeit mache, das kann ich am besten. Also TerraTech Cube kaufen. Und dann hoffe ich mal, dass es funktioniert. Also ich werde das Ding auf jeden Fall zur nächsten Sendung bestellen. Dann teste ich es mal. Und wenn es beim Test erfolgreich war, dann kaufe ich es. Und wenn es nicht erfolgreich war, dann schicke ich es zurück. Ich denke, das ist eine gute Überlegung, das so zu machen. Weil ich habe einfach keine Lust, mich mit Technik rumzuärgern. Und aktuell tue ich das. Ja, das war Macnemo TV 56. Im Podcast hoffe ich, hattet ihr viel, viel Spaß. Ich hoffe, ihr draußen, die zugehört habt und leider nur Standbilder hattet oder vielleicht Pixelgrafik, ich weiß es nicht, hattet wenigstens ein bisschen Spaß gehabt. Ich würde euch gern eins nochmal zeigen, und zwar, bevor ich in das Video gehe, würde ich gern noch einmal Rolf zeigen. Vielleicht hat sich das Video oder der Stream ja gefangen, und wie gesagt, heute Nachmittag kam die Challenge, und allein, dass ich gelernt habe, dass mein Final Cut Pro einen Sensor-Chip hat. Deswegen danke, Rolf. Hier nochmal deine Herausforderung. So, Panzer, da du ja meinst, du wolltest nicht nominiert werden. Du bist nominiert, du hast es provoziert. Und es war gar nicht so einfach zu. Hier ist meine Challenge. Ich nominiere dich für die Ice Bucket Challenge. Wow. Heilige Scheiße. Das, wie gesagt, Macnemo TV Episode 56. Wir hatten am Anfang einen ganz kurzen, meine Meinung, also Yosemite. Oh, allein dafür müsste ich mehr Wein trinken, dass ich das Yosemite aussprechen kann. Also von der Optik her muss ich gucken. Wie gesagt, in meinem VMware war es quälend langsam. Keine Ahnung wieso, warum, weshalb. Dann hatten wir die Withings HealthMate App zu meiner Waage. Ich bin ein Statistikfreund und vor allem dadurch, dass ich, wenn ich draufstehe morgens, also ich stehe auf, stelle mich drauf und dann wird es auf meine, und die ist echt gemein, die macht nämlich auch so komische Sachen, diese App, so wenig Meter sind sie noch nie an einem Donnerstag gelaufen oder was ist los und all sowas. Also sie pusht einen nicht unangenehm, aber schon ein bisschen leicht aufdringlich dazu, wieder Sport zu machen, und das muss ich dringend. Ich sage nur mein Berlin-Marathon. Dann der kleine Router, der TL3040. Entschuldigung. Also wer viel unterwegs ist oder einfach mal so ein kleines Gerät braucht, was einem überall im Netz, egal in welcher Situation, egal was ihr gerade braucht, sei es mit UMTS-Stick, sei es, dass du irgendwo Netzwerkkabel dran, wunderbar. Einziger Nachteil an dem Gerät, 4 Stunden Akkuleistung nur. Es gibt noch einen großen Bruder, der hat ein dickeres Battery Pack und eingebauten UMTS-Stick, leider kein LTE, deswegen kaufe ich noch nicht. Werde ich aber wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr für einen Urlaub, weil das kann man auch einfach mitnehmen, legt es in die Ecke und hat einfach sein WLAN. Wunderbares Gerät. Dann die Ice Bucket Challenge. Bitte daran auch denken, die ganze Aktion im Internet ist nicht nur zum Spaß, dass man sich Eiswasser auf den Kopf schüttelt, sondern weist oder möchte wirklich auf eine schlimme Krankheit hinweisen, die ich sag mal so, dadurch, dass wir gesund sind, einfach froh sein können, nicht haben, und vielleicht denken wir dran. Und sei es nicht das, in Afrika ist Ebola, sonst irgendwas. Also es gibt immer einen Moment dran zu denken, dass es Menschen gibt, denen es einfach schlechter geht. Oder es kann uns alle treffen, irgendeine Krankheit morgen. Und das war auch der Grund, warum ich sie angenommen und teilgenommen und auch dann gespendet habe. Es ist einfach, oh, Batterie leer. Das ist ein guter Zeitpunkt. Nein, also ich denke, ihr findet einen Grund, also irgendwas, und das ist manchmal auch ganz gut dran, erinnert zu werden, in was für einer guten Situation wir eigentlich hier leben. Und von daher darf man auch manchmal an andere denken. Kommen wir dann der Gin, der gute Ferdinands. Ich habe noch ein schönes Glas, das werde ich gleich leeren. Und ich hoffe mal, vielleicht kommt doch noch jemand in Night Talk. Dann hatten wir Radioactive Dreams, ein Film aus meiner Jugend. Wunderbar. Also wie gesagt, wenn ihr morgen scheiß Wetter, schaut ihn euch an. Doctor Who hat begonnen. Ich habe immer noch keine Nachricht vom iTunes Store. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt
demnächst die Sendung zu Ende haben, dass ich was kriege. Suit Supply Winterkollektion, da ist für jeden was dabei. Vor allem wer wie ich fliegen mag. Wobei ich ja ehrlich bin, mein Bruder kann sie besser binden als ich. Das ärgert mich schon ein bisschen. Die Bar 2 in Kassel. Wenn ihr mal in Kassel seid, geht vorbei, guckt nicht nur den Herkules an, geht nicht nur in die Dokumentehalle, besucht auch mal die Bar 2. Textilvergehen, wenn ihr Fußballer seid, hört es euch an. Gerade wenn ihr Union Berlin übrigens während der Weltmeisterschaft, waren ja die mit dem Wohnzimmerstadion, also wo die Fans alle ihr Couch ins Stadion tragen konnten, fand ich sehr sympathisch, wunderbar, hat mir echt Spaß gemacht. Dann Van Canto mit Kings of Metal, Jamendo, Ska, damit schicke ich euch jetzt in die Nacht. Ja, und McNemo, was ich noch sagen wollte, ich habe es leider nicht geschafft, für dieses Jahr einen Landgang zu organisieren. Ich versuche jetzt noch einen Weihnachtslandgang hinzubekommen. Dazu mehr in der nächsten Episode im Oktober. Es wird auf jeden Fall, wenn, ein Landgang werden, der im November, Ende November, Anfang Dezember sein wird. Früher schaffe ich es nicht. Wir wollten ja eigentlich zu Jake ans Meer kommen. Tut mir echt leid, dass es nicht geklappt hat. Und wie gesagt, ich war ein bisschen ausgelastet, chaotisch. Und ich denke, es ist jetzt zu kurzfristig. Lass uns lieber dann nächstes Jahr zu dir an die Nordsee kommen. Und ich gucke, ob wir irgendwo einen schönen, vielleicht in Nürnberg, bei unserem Red Curry, ne, der Christkindlmarkt in Nürnberg bietet sich ja auch an, ne, als Franke. Dementsprechend, Jake, wir kommen nächstes Jahr. Und das war McNemo TV Episode 56. Ich schicke euch jetzt in die Nacht mit ein wenig Ska-Musik. Habt viel Spaß, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. To say the time had come to become a man, being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon. I wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work. Is life, you can't smile about the small things anymore. Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play your life by rules you didn't make. There's no need to worry, I do it my own way. Started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next step, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life? You can't smile about the small things anymore. Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play your life by rules you didn't make. There's no need to worry, I do it my own way.
my own way. To become a man, being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon, wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, ein bisschen Ska hat euch gefallen zu dem wunderschönen Abend. Entschuldigung, dass es für die Live-Zuschauer nicht so gut funktioniert hat. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem Spaß gehabt. Vielleicht, wenn gleich noch im Magnemo-Forum sich ein paar finden, dann sind wir im Audio-Chat drin. Der Audio-Chat ist auf jeden Fall stabil. Das ist eine richtig abgehangene Technologie, die wird auf jeden Fall funktionieren. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen begrüßen kann. Ich werde jetzt auch gleich im magnemo.de Forum die beiden, also die Challenge posten von Rolf und meine Antwort. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und ich gebe mir Mühe, dass bei Episode 57 das Bild dann auch wieder stabil ist. Keine Ahnung, warum es heute so chaotisch war. Wie gesagt, das Setup hat schon mal funktioniert. Aber das Gute ist, ich kann neue Hardware kaufen. Das hat schon mal was Gutes. Das war Magnemo TV Episode 56. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Erholt euch gut, bleibt gesund und wir sehen uns dann. Warte, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Wann ist eigentlich der nächste Termin? Dadurch, dass ich sie ja festgesetzt habe, kann ich sagen, genau, der nächste Magnemo TV Termin ist am 25. Oktober 2014. Muss man ja zusammen sagen. Vielleicht werden wir ja auch in 200 Jahren noch gehört. Das war Magnemo TV Episode 56. Gute Nacht und freue mich, euch wieder zu sehen. Bis denn. Bye.